sagen, gegen die Via Panther Schwenningen, Marcel Kessen gegen Jakob Knauf beim Sprungball. Und der erste Angriff gehört den Gästen. Karl Kestlin sieht, dass der Weg zum Kopf frei ist und macht die einfachen Punkte. Die Führung für Phoenix Hagen 2:0. Und auch ihre Möglichkeiten haben. So, jetzt wird's eng für die Hagener, zumindest zeitlich. Aber Karl Kestlin macht das perfekt. Nicht aber direkt der nächste Offensiv-Rebound. Auch Knauf daneben. Also Offensiv-Rebound um Offensiv-Rebound. Aber der Ball will einfach nicht rein. Und bei den Hagenern geht sogar das Ding rein. Wahnsinn! Und wieder ist es Karl Kestlin. JJ Mann zieht auch einfach mal ab für 3, trifft auch einfach mal. 14:0. Über die Hälfte des ersten Viertels ist rum. Ja, sie fronten Knauf. Und jetzt deswegen kommt der Ball nicht runter. Endlich, wir freuen uns mit die ersten Punkte für die Panthers in diesem Spiel. Jakob Mampuya, knapp 6 Minuten hat es gedauert. Und die Antwort der Hagener für 3. Er hat gerade schon 2 gute Dreier reingeschossen. Oh, schöne Aktion auf der Seite der Panthers. Wieder gegen Benson. Die letzte Minute des ersten Viertels beginnt jetzt. Und sie beginnt mit einem Dreier vom Big Man Tim. Thompson, der ja vom Start weg einen guten Eindruck gemacht hat. Und hier mit dem Steal. Und mit den Punkten. Schön gespielt von den Schwenningern, schön den Ball laufen lassen. Seit dem 0:0 zu Spielbeginn, so wäre es richtig. Schwenningen so nah dran wie nie. Sie hatten ja vorhin schon mal die Chance auf den Ausgleich oder den Führungswechsel. Da gab es ein Ziel und Lorenz Bank für 3. Ja, lassen wir uns überraschen, wie lange die Kräfte reichen. Mit 7, mit einer 7er Rotation kann das am Ende schwierig werden. So, und es startet direkt mit dem Dreier von Marcel Kessen. Gut verteidigt jetzt Benson mit seinem ersten Dreier. Ja, war eigentlich gut, dass sie da den Platz für Benson frei machen. Erstmal zum Korb, dann wieder raus auf ihn, auch wenn der Dreier nicht fällt. Und bei Bjarne Krauser passt er. Und damit nehmen sie ihn ziemlich gut aus dem Spiel. Da lassen sie den Ball gut laufen und hätte Krauser auch wieder die Möglichkeit gehabt, den Dreier zu nehmen, aber... Da macht er den Kissen. Also, ich habe vorhin schon die Zahlen genannt. Jetzt ist aktuell bei 14 Fouls bei Hagen, 6 bei Schwenningen. Ja, Hagen muss sich einfach nicht zurückhalten. Wir haben eine tiefe Bank. Wenn jetzt noch der ein oder andere in Foul Trouble gerät, dann ist es natürlich relativ schnell vorbei. Und von daher wird das auch die Ansage vom Chefcoach gewesen sein, dass sie da ein bisschen lockerer zur Sache gehen. Aber jetzt kommt Schwenning mit 2 schnellen Dreiern zurück ins Spiel und ist wieder auf Tuchfühlung. Ja. Und gut Verteidigung, Fastbreak über Mann. Ah, und der Block. Der aber abgeräumt wird. Und Boya. Und der Ball bleibt auch bei Schwenning. Und damit das überzeugt. Super Sequenz hier der Panthers. McCall lässt es krachen. Gar nichts gegen die beiden Spieler jetzt an sich. Aber die sind noch relativ kalt und kommen jetzt zusammen hier rein. Also Ullemann aber nicht den Dreier zu nehmen. So viel zum Thema, der ist noch kalt. Ne? Ja, gut. Gleich gute Anspiel auf der anderen Seite, nur etwas erfolgreicher. Schöner Doppelpass zwischen Vara und JJ Mann. Ah, Knauf kann den Ball nicht kontrollieren, er ist da weg. Nächster Turnover der Schwenninger. Haben wir jetzt schon sehr oft angesprochen, das tut ihnen natürlich weh. Und das ist laut der aktuellen Statistik, war das jetzt der 19. Ja, und Mann legt nach mit dem Dreier, wichtiger Dreier. Kessin, ja, gut Anspiel. Durchgesteckt auf Kessin. Schönes Anspiel um den Mann rum. Ich habe auch schon ein paar Spiele von ihm gesehen in der Regionalliga. Macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Und ich finde es wichtig, dass er auch hier seine Möglichkeiten kriegt und den Dreier auch. Hier nicht nur irgendeinen Dreier macht, sondern seine ersten Pro-A-Punkte. So nutzt man seine Zeit. Ja, sie haben das Spiel lange offen gehalten. Jetzt am Ende ist es ein bisschen deutlich geworden. Aber dass sie irgendwann einbrechen, war zu erwarten. Und das haben sie möglichst lange, oder haben sie sehr lange rausgezögert.
Und jetzt gibt es hier die Feierlichkeiten. Der Heuboden beginnt schon. Hier die Halle und das Team in Partystimmung zu versetzen. Gute Laune am Ischeland.